die Analyse des Gegners einmal anders. Sayonara, hi. Ja. Ja, Sie haben richtig gehört. Das war japanisch. Denn seit diesem Winter hat sich bei Horn einiges verändert. Der Grund? Masaki Moras, der neue Co. an der Seite von Christoph Westerthaler. In Japan geboren, in Deutschland aufgewachsen. Durch das er sehr, sehr gut Deutsch kann, hat er gesagt, ich muss jetzt auch Japanisch lernen. Damit wir uns dann, wenn die Spione zuhauchen, dann besser unterhalten können. Die beiden sind auf alles vorbereitet. Um 6.30 Uhr beginnt Masaki Moras seinen Arbeitstag. Ich mache eigentlich alles Mögliche, um vorzubereiten, nicht? Analyse, auch die Standards, eigene Standards, gegnerische Standards. Einfach bestmögliche Vorbereitung, um dann Gishi präsentieren zu können. Schaut sehr, das sind die wichtigsten Punkte. Seit 1997 ist er in verschiedenen Funktionen im deutschen und österreichischen Fußball tätig. Seine wohl interessanteste Co-Trainerstation aber war in Japan, bei den Urawa Red Diamonds. Da bin ich nach Japan geflogen und auf einmal sehe ich dann unglaubliche Disziplin. Wenn der Trainer spricht, alle stehen stramm. Der japanische Hierarchiegedanke, in Österreich wohl undenkbar. Mit österreichischen Spielern ist es viel, viel einfacher, lösungsorientiert zu diskutieren. In Japan sind die Spieler oder werden die Spieler oft so erzogen, wenn der Trainer was sagt, keine Diskussion, es wird gemacht. Und es war in Japan viel, viel schwieriger, die Meinungen von den Spielern herauszuhören. Der Trainer damals, Freiburg-Trainer-Urgestein Volker Finke. Dass wir gewisse Trainingsformen auswählen, nachdem wir wissen, erstens, wie wollen wir spielen und b, wie sind die Gegner jetzt am Wochenende? Das ist etwas, was ich von Volker Finke sehr viel, also wirklich mitgenommen habe. Das Duo Westerthaler-Moras kein Zufallsprodukt, sondern von Christoph Westerthaler bewusst gewählt. Die beiden kennen einander von gemeinsamen Trainertagen beim Innsbrucker AC. Eine verschworene Einheit mit Geheimwaffe im Abstiegskampf. Samurai-Schwert. Samurai-Schwert, ja. Naja, Zauberformel gibt es halt leider nicht. Nur arbeiten, arbeiten, arbeiten. Mit diesen ehrgeizigen Einstellungen könnten wir es schaffen. Auf alle Fälle.